Hallo, ich habe heute wieder eine Quick-Review für euch im Bereich Naturkosmetik und ja, ich lege einfach mal los, damit wir nicht zu viel Zeit verplempern. Als erstes habe ich von Zafeas Organic Beauty dieses Lavendelwasser Bio Toner Spray. Und soweit ich weiß, war das in einer Box. In welcher Box, weiß ich leider nicht mehr genau. Aber ich kannte die Marke bis dahin noch gar nicht und muss sagen, ich finde dieses Spray wirklich richtig, richtig gut. Den Geruch kann ich zwar überhaupt nicht ab, ist mir persönlich einfach zu stark in der Nase nach Lavendel oder zu starker Lavendelgeruch. Was ich schön finde, ist halt dieser Sprühkopf, wobei ich persönlich Pumpsprays immer bevorzuge. Grundsätzlich mag ich das lieber, aber auch mein erwähnt Thermalwasser ist ja kein Pumpspray, das muss man auch dazu sagen. Ich finde, im Vergleich zum Beispiel zu dem Avène, dass das wesentlich reichhaltiger für die Haut ist. Ich meine, es ist ein Toner, es ist ein Gesichtswasser. Aber wenn ich das nach dem Duschen ins Gesicht sprühe, habe ich das Gefühl, dass meine Haut überhaupt gar nicht spannt, auch leicht irgendwie mit Feuchtigkeit, ja, richtig gut versorgt ist. Also fast schon, als hätte man auch so einen leichten Ölfilm noch mit dabei. Jetzt keinen auf der Haut, aber als würde es noch wesentlich reichhaltiger sein als das Avène-Thermalwasser. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut daran, weswegen ich es auch durchaus weiterempfehlen kann. Ich habe derzeit so ein bisschen geruchstechnisch meine Probleme. Also ich würde es jetzt nicht jeden Tag benutzen wollen, aber so zwei, dreimal in der Woche benutze ich das und das hilft meiner Haut wirklich sehr, sehr gut. Gerade bei dieser Heizungsluft finde ich, ist das sehr, sehr schön. Der Preis war relativ hoch, glaube ich. Ich kann es nochmal in die Infobox schreiben, wenn ich den finde. Und ja, das war eben das Tone-Spray hier. Dann habe ich von Naobai, war auch mal in einer Box, eine Gesichtscreme, ist schon fast leer. Ich habe sogar noch ein Backup, weil ich die zweimal in der, ich glaube, das war die Glossy Box, ja, hatte. Und ich habe die jetzt die ganze Zeit bei meinem Freund immer gehabt, sonst wäre die, glaube ich, schon komplett leer gewesen. Und ich finde die richtig, richtig gut. Gerade für die kalte Jahreszeit, finde ich, ist sie optimal, weil die so einen leichten wechselnden Film beim Auftragen hinterlässt. Man spürt ihn nicht. Also das zieht relativ gut ein, aber es schützt die Haut super vor der kalten Luft da draußen und auch vor Heizungsluft. Der Geruch ist nicht sonderlich aufdringlich. Was nochmal so ein Pluspunkt ist, ist es so leicht fruchtig, frisch, aber wie gesagt, nicht sehr aufdringlich, kaum vorhanden. Und hier ist auch sowas drin wie eben Mandelöl. Und man merkt es einfach, dass es eine sehr, sehr reichhaltige Creme ist. Ich würde die jetzt nicht im Sommer benutzen, bin ich ganz ehrlich. Für Herbst und Winter ist sie optimal, gefällt mir sehr gut. Und ich werde auch die zweite Tube noch anbrechen, sobald die hier leer ist. Mag ich sehr, sehr gerne. Naobai habe ich im Moment auch noch was anderes im Gebrauch. Aber ja, gefällt mir sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Den Preis werde ich auch in die Infobox schreiben, da ich den nicht auswendig weiß. Und ja. Gefällt mir richtig gut. Dann habe ich noch eine Augencreme und zwar von Nonique. War in der Rossmann-Box drin gewesen und das Ganze ist auf jeden Fall vegan. Bei der Gesichtscreme weiß ich es jetzt nicht genau, das steht aber auch nicht drauf. Ist aber auch, glaube ich, alles, dadurch, dass es auch Naturkosmetik ist, meistens tierversuchsfrei. Das hier ist auf jeden Fall vegan. Finde ich auch eine super, super spannende Marke. Da man sie im Drogeriebereich bekommt, sie eine sehr, sehr gute Pflegewirkung hat. Und ich meine, das ist eine Augencreme für 5,95 €. Ich bin ein starker Allergiker. Mit manchen Naturkosmetikprodukten, gerade am Auge, habe ich doch meine Probleme. Aber diese hier ist richtig, richtig gut. Ich schwöre ja sonst auf meine Bioderma-Augengel-Geschichte. Für den Sommer ist das wahrscheinlich auch die bessere Alternative, da das relativ reichhaltig ist. Aber sie zieht auch sehr, sehr schnell ein. Ich finde, sie ist auch eine super Pflege für unter den Augen und auch unter Make-up stört sie nicht. Der Geruch ist süßlich, fruchtig, mag ich sehr gerne. Es ist zwar eine Anti-Aging-Geschichte hier, aber ja, naja, ich finde das nicht so schlimm. Ich bin ja schon 28, da darf ich auch schon mal sowas benutzen. Und ja, 5,95 € kosten 15 Milliliter. Es ist Naturkosmetik, es ist vegan. Es funktioniert wunderbar bei mir mit meiner Haut und ich kann sie einfach nur empfehlen. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier noch zwei Produkte. Und zwar einmal von der lieben Mira. Ihren Kanal findet ihr in der Infobox verlinkt. Ich gucke ihre Videos immer regelmäßig und ich glaube, wir haben uns von
ziemlich fast von Anfang an verfolgt. Die hat mir in einem schönen Päckchen mit noch ein paar anderen tollen Sachen dieses Alverde Gesichtsöl geschickt und ich finde das so, so gut. Das ist hier Wildrose für trockene Haut. Ich habe trockene Haut, aber ich denke auch ölige Haut wird das benutzen können, gerade im Winter für abends als Pflege. Ich benutze es morgens und abends, bin ich ganz ehrlich. Und ja, da brauche ich abends keine weitere Pflege. Ich mache einfach nur das drauf. Morgens manchmal, je nachdem, wie lange ich mich draußen an der kalten Luft aufhalte, benutze ich dann eben noch hier diese Naobai-Geschichte. Und ja, ich finde es richtig, richtig gut. Ich habe auch schon voll viel verbraucht, obwohl man mit so einer Pulle lange hinkommt. Aber da ich das jeden Morgen und jeden Abend auftrage, ich finde es halt wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich dachte am Anfang, Wildrosenduft, ich mag ja keinen Rosenduft, aber es riecht so dezent und ist wirklich sehr angenehm auf der Haut. Ich mag das sehr, sehr gerne. Gut funktioniert das auch, wenn ihr vorher so ein Tonerspray benutzt und dann direkt danach das Öl verteilt. Da brauche ich so 3 bis 4 Tropfen. Abends mache ich 4 drauf, tagsüber brauche ich dann nur 3. Und das lässt sich dann besser auf dem feuchten Gesicht verteilen, habe ich gemerkt. Und ja, es hat meiner Haut richtig, richtig gut geholfen. Die war so, so trocken und ohne das, glaube ich, würde meine Gesichtshaut in Schuppen abstehen. Von daher nicht sehr schöne Vorstellung. Finde ich toll, kann ich nur empfehlen. Kostet, glaube ich, 2,95 für 15 Milliliter, ist vegan und ja, kann ich nur deswegen empfehlen. Dann habe ich noch ein letztes Produkt, was nicht ich benutze, sondern mein Freund. Ich habe ihm empfohlen, einfach mal was von La Vera auszuprobieren. Und zwar ist das das Gesichtsfluid oder Gesichtscreme für den Mann aus der Men-Reihe. Das ist auch vegan. Und ja, das ist Ginkgo und Bio-Bambus. Und mein Freund findet es richtig, richtig gut. Er hat vorher eigentlich keine Gesichtscreme benutzt. Das heißt, es ist die erste, die er ausprobiert hat. Und ich habe das richtig gemerkt, dass seine Haut wesentlich, wesentlich ruhiger geworden ist. Er hat vorher sehr trockene Hautstellen gehabt. Wenn er die regelmäßig benutzt, ist da überhaupt nichts mehr von zu sehen, wenn er sie regelmäßig benutzen würde. Er benutzt sie ab und an mal und sagt auch jedes Mal, er findet es angenehm. Der Duft ist nicht so aufdringlich und die Haut sieht danach wirklich sehr, sehr gut aus. Er hat keine Reizungen darauf, keine allergischen Reaktionen und benutzt es auch wirklich mindestens 3-mal die Woche, sagen wir es mal so. Nicht jeden Tag, dafür ist er einfach zu faul, aber doch, wenn die Haut relativ trocken ist oder wenn wir mal ausgehen zusammen oder wenn er mal einen Außentermin hat, wo er eben mit Kunden sprechen muss oder vorzeigbar sein muss, dann benutzt er auf jeden Fall die Creme und auch so versuche ich ihn immer daran zu erinnern, aber ihr wisst ja, wie Männer sind. Etwas faul, was Pflege betrifft. Und ja, mein Freund ist 30, das heißt, die Haut ist auch nicht mehr die jüngste, und deswegen kann es ganz gut vertragen werden, mal ein bisschen was drauf zu machen. Und ja, gefällt ihm sehr gut. Kostet, glaube ich, 6,95 € für 30 Milliliter. Finde ich absolut in Ordnung. Für einen Mann natürlich praktisch im Pumpspender. Ne? Da muss er nicht aus dem Tiegel irgendwie was rauskramen, sondern das gefällt Männern, wenn es praktisch ist. Ne? So muss das sein. Und er hat gesagt, er will die auf jeden Fall, wenn die leer ist, danach nochmal haben. Und deswegen denke ich mal, kann ich dafür auch eine klare Empfehlung aussprechen, weil die Haut einfach so gepflegt aus und nicht bappig ist oder so. Also wirklich, auch wenn man dann sich dran schmust, es ist nicht klebrig, es ist nicht bappig. Ich finde es toll, er findet es gut und damit ist es eine klare Empfehlung von mir. Das waren jetzt wieder 5 Produkte, die ich absolut sehr, sehr mag und mein Freund halt mag. Deswegen die Quick Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein interessantes Produkt für euch dabei, vielleicht sogar für euren Kerl. Da draußen, ja, kann ja sein, dass ihr auch mal vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit für die Haut braucht. Und ich werde euch einfach nochmal hier an die Seite 2 ältere Quick-Review-Videos verlinken. Und ansonsten hinterlasst mir gerne einen Kommentar und wir sehen uns. Ciao!